Hey Leute, ich habe in den letzten Tagen ein bisschen Valorant gespielt und mies reingeschissen, aber ich habe die Momente, in denen ich gut aussehe, zusammengeschnitten zu einer Montage, die den Anschein macht, dass ich ein guter Spieler bin. Also, ja. Enjoy. Hier sind Leute A-Short. Ja, Arschwort sind welche. Zwei Hits auf KO. Hab ihn. Kurz. Schön, schön, Leute, hier. So wird er. Jawohl, Junge! Oh mein Gott, ich bin so ein guter Spieler! Bin ich nicht, die Gegner sind nur noch schlechter. Ich verkaufe mal wieder komplett mein Team. Ein Gegner übrig. Er hat sein Team anscheinend auch verkauft. Also kriege ich einen Freakle. Schaut die OP. Jäger gejagt. Das war letzter lebender Verbündeter. Das war reines Glück. Das sollte Ihnen Manieren beibringen. Aber wir tun natürlich so, als wäre das extra gewesen. Übrig. Noch 30 Sekunden. Schnapp sie dir. Letzter lebender Verbündeter. Noch 10 Sekunden. Keine Ladungen übrig. Den Clip habe ich nur weiterhin laufen lassen, damit ihr seht, wie hast du was gesagt? Schlecht mein Team. Sorry, meine Ohren klingeln. Können wir davon nochmal ein Replay haben? Nee? Okay. Spult einfach nochmal zurück, wenn ihr sehen wollt, was zum Fick die er gerade gemacht hat. Einer weniger. Ja, der One-Tap. Keine Ahnung, ich habe einfach das Gefühl, dass Shotguns die besten Waffen sind für Spieler ohne Skill. Kein Entkommen! Unser Träger ist tot! Spike in B! Lauf, kleiner Knallkopf! Gegner in der Mitte! Hab den Spike! Letzter lebender Verbündeter! Ich weiß nicht, warum ich hier nicht ein Warnmesser in die Hand genommen habe, aber. Ladung raus! Den coolen Jump habe ich mir selbst ausgedacht. Ich weiß, bin total der kreative Dude auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Geräusch war. Ich kenne diese ganzen Fähigkeiten nicht. Ich sehe auf dem Minimap, dass er da for free ist. Und gerade nicht auf mich guckt. Statt einfach zu one-tappen und den anderen da hinten auch noch zu machen, spray ich einfach komplett durch, verfehlt komplett alles. Und trade nur one for one in einem eigentlich free one for zero. In B. Die Granate war auch lucky.
Wobei ich sagen muss, dass ich diesmal wenigstens auf die Minimap geguckt habe und gesehen habe, wo die waren. Und versucht habe, die Granate darauf zu werfen. Schnapp sie dir! Ein Gegner übrig. Spike in B. Die Gegner sind echt bad. Sagen wir es jetzt. Die Gegner sind echt sehr, sehr bad. Noch 30 Sekunden. Spike in A. Spike bei A gesichtet. Nanoschwarm raus. Gegner bei A. Ladung raus. Die Jagd beginnt. In A. Ha. Noch 30 Sekunden. Ein Gegner übrig. Ich weiß nicht, was sein Plan war. Er hätte mich einfach haben können. Ich nehme einfach mal an, dass er scouten wollte für meine anderen Teammates. Gott sei Dank dreht sich Robin immer random in alle Richtungen, weil er nicht weiß, welche Richtung eigentlich noch gecovert 10 sein Sekunden. Müssen. Er hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ich so ein Noob bin. Dass ich da noch mal checke. Immer Schulterblick, Leute. Immer Schulterblick. Die sind nur Batterien und. Hier sind wir im Endspiel. Das Game war eigentlich easy. Die Gegner sind giga terrible gewesen, aber mein Team ist auch insane terrible. Bis auf den einen, der da. Ist anscheinend ein Smurf. Letzter lebender Verbündeter. Ja. 5 gegen 1. Easy Komm, Klatsch. Spiel eine. Einen habe ich. Spike platziert. Versucht mit der Q das Planten abzubrechen, aber es hat nicht funktioniert. Er weiß randomly genau, wo er hinschießen muss. Cool. Nächster. Maybe actually possible. Ich klatsch das maybe sogar noch. Kann mir irgendwer in den Kommentaren verraten, warum die ja nicht gestorben ist. Sie stand legit auf eine Granate. Statt in der Granate. Ich wäre für den Klatsch gegangen, aber ich hatte keine Zeit mehr und das war eh ein Angreifer gewinnen. Team, also scheiß drauf, Digga. Dann habe ich noch eine Runde gespielt und dann war Anna aber online und dann wollte ich aber die Runde auch nicht dodgen, also habe ich den Stream von Anna einfach im Hintergrund laufen. Wenn es euch stört, dann, keine Ahnung, guckt halt das Video nicht. Mich hat es nicht gestört. Da gibt es wenigstens ein bisschen Content. Keine Ahnung, die konnten nicht mehr weiterfahren, der ging schlecht. Ich war in der 8. Klasse Skifahren. Also, da waren wir auch Skifahren. Und ich hatte auch so einige, ich hatte eine Freundin. Ich würde jetzt nicht sagen, die ist mega übertraumatisch gewesen, aber ja, sie war übertraumatisch. Und sie hatte immer irgendwas. Und da war Get wrecked. Ich bin danach gestorben, ja, aber das habe ich rausgeschnitten, sagen, weil wir wollen hier ja nicht nur zeigen, wie ich die ganze Zeit sterbe. Das hätte ja schon genug, wenn ich Livestreamer. By the way, folgt meinem Twitch. Oder, ihr müsst euch vorstellen, ich bin 1,58 groß und ich wiege 47 Kilo. Das ist schon auf jeden Fall, es ist schon schwierig da, mitzukommen, aber es ist auf jeden Fall machbar und ich war auf jeden Fall, wir hatten einige Mädels bei uns und die sind deutlich mehr gestorben als ich, sag ich mal. Und
die waren halt um einiges größer und kräftiger auch, ne? Aber wie gesagt, wenn du den Willen hast, dann geht das alles. Sprachenlernen mit Bubble, hä? Der Typ dachte danach übrigens, dass ich ihn gewallhackt hätte. Schreibt jetzt auch unten links, aber seht ihr nicht, weil da so ein netter steht. Weil sonst vergessen würdet, was ihr für ein Video schaut. I guess. Keine Ahnung. VS Gaming, hey, was geht? Wie lange warst du bei Bund? Ich war 3 Jahre beim Bund. 3 Jahre. Spult nochmal zurück und schaut, ob ihr auch ohne Wallhack herausgefunden habt, wo er ist. Also hey, man hört hier im Hintergrund die liebe Anna in ihrem Stream. Man muss sich halt nicht anstrengen. Aber es ist alles, sehr schön, Robin, ist dass du machbar. Bei einer Aufnahme den Viewern, hey, die nicht existieren, erklärst, was Sache ist. Na? Dankeschön. Mein Bester, geht's dir gut? Mehrere Gegner bei A. Hab sie gefunden. Geht's dir gut? Wer ist der Nächste? Einer tot. Ruh dich aus. Ich muss mir gleich mal was Neues zu trinken holen. Aus dem Weg! Das wäre aber der krasseste Noob. Also ich bin von den Noobs der krasseste. Schade, schade. Echte Spieler hatten mich hier sowas von gemacht, aber den Keller trocken gelegt. Oh, ich im Vergleich zu so denen sehr. Sehe ich halt legit aus wie ein guter Spieler. Ich war gestern, Leute, pass auf, ich war gestern. Also, das wissen einige schon, aber ich erzähl's hier nochmal. Ich war gestern beim D&D-Abend mit meinen Mädels, ja. Und ich bin halt, mein Stadtteil ist halt ein bisschen außerhalb. Ich wohne hier in Essen. Das ist ein bisschen, aber ich wohne halt in einem Stadtteil, der ein bisschen außerhalb ist. Ach so, weil er halt. Ding, ja, einfach 3 verschiedene Auffassungen davon. Okay, Entschuldigung, ich hab's wirklich. Ich dachte, er hat so viele Klamotten, dass er einfach mit seinen Klamotten von der Masse her seinen ganzen Teller im Keller trocknen könnte. Aber okay, das geht auch. Gekämpft. Den ganzen Teller. Keller meine ich, Entschuldigung. Spike in A. Die Reaction Time von dem da oben. Eine Erklärung schlechter als die andere. Zu wild. Bitte helfen Sie mir über die Straße. Der Junge wird wiederbelebt und stirbt direkt wieder. Bitte helfen Sie. Dem habe ich legit einfach nur einen weiteren Tod auf seinem Konto verursacht. Was schreibst du denn in meinen Chat rein? XD. Letzter lebender Verbündeter. Engel, du bist so ein. Ach. Ich weiß auch nicht. Engin ist einfach ist ein kleiner Schmutz, einfach, ne? Noch 10 Sekunden. Ne, einfach ein Schmutz. Hier warte ich einfach, bis die Zeit abläuft. Ich glaube, wenn ich Engin nicht kennen würde, hätte ich ihn weggebannt. Ich sag, das ist. Easy 4K, 2 rounds in a row, I guess. Ich finde das auch oft. Ich finde das Schmutz auch immer. Der bannt auf mich, so ein Ding. Ja, wenn Leute irgendwie so ein bisschen. Keine Ahnung, so ein bisschen. Braucht jemand etwas? Ich weiß gar nicht, so ein bisschen sexuell anzüglicher sind. Also so dir selber gegenüber. Sharing is caring, Leute. Schmutz, weißt du? So, macht so wie ich und spielt die ganze Zeit nur Shorty und wenn ihr mal eine Orb kauft, dann played safe. Dann kann einer bitte Bio-Tricks machen. Da könnt ihr euren Teammates, die eh nur reinscheißen, wenigstens vernünftige Waffen kaufen. Ja, Alex, du hast auf den Punkt gebracht auf jeden Fall. Wer ist der Nächste? Ich bin einfach so ein ugly Sim, der Zwillingsbruder von quasi Modo durchgehen könnte. Okay, Panda. Okay. Chad ist wieder cringe, solange keine Muttermale mehr verglichen. Ja, deswegen meinte ich, kann dir mal bitte jemand timeouten. Der war drauf. Ja, Alex ist leider Mod bei mir, ne? Den kann ich nicht timeouten. Das ist schade, aber. Alex, gib mal aus, was ist. Letzter lebender Verbündeter. Und dann den Namen bitte ein. Anmod meine ich. Ich bin auch zu 100% serious. Spike platziert. Ja, Izuki, aber wenn man dich nicht kennt und du schreibst sowas in den Chat, weiß ich nicht. Ob das immer so die beste Herangehensweise ist. Keine Ahnung. Also, ich kenne dich ja, ne? Ich weiß, dass du ein bisschen. Im Bild unterwegs bist, aber. Wie sieht das Nudelholz hier posten? Ich warum eigentlich das Nudelholz? In die eine Richtung, ich gehe ich und laufe in die andere Richtung. Heißt, dass du ab in die Küche sitzt.
Okay, sorry. Keine Ahnung, ob das funktioniert hat, aber es. Alter, what the fuck? Alter, das gibt ein Timeout, ey. Alex, kannst du mal bitte am Laser timeouten? Das wär lieb. Einfach mal ein Timeout bitte für 10 Minuten in meinen Chat. Also, Amina ist bei mir im Discord, aber. Letzte Runde vor dem Wechsel. Ich bin Deko. Ja, manchmal bist du wirklich Deko. Hat jemand Geld über? Ja, Leute, falls ihr Bock habt, Mod zu sein, ne? Ich suche noch einen Mod, der zuverlässig ist, der oft da ist, der mich unterstützt, wenn wieder irgendwelche Bots hier reinkommen, ja? Also könnt mir gerne im Discord schreiben, wenn ihr wollt. Ausrufezeichen Discord und ihr wisst, was mein Discord ist, ne? Oder geht einfach unten in meinen Panel rein. Dann, dann erfahrt ihr das auch. Folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr Bock habt. Ich bin mal okay, wieder allein auf dem Spot. Ich bewerbe mich als Mod. Nee. Werd natürlich komplett überrannt, also renne ich einfach weg. Ich kenne ihn wirklich nicht und ich halte ihn für einen geilen Typen. Battle der skillhaften Spieler. D1 Big. Danke für deinen Follow. Merci. Die Jagd beginnt. VS Gaming Turner, danke für deinen Follow. Merci. Danke. Ich bin ein Bot, okay. Unten in mein Panel rein. Ja gut, hab ich gesagt. Ich bin hier wofür Mod. Ja stimmt, Alex ist auch, Patrick ist auch immer oft hier. Also erstmal 10 Seiten Bewerbung schreiben. Ach, Bewertung? Bewerbung. Okay. I got it. Turner reicht. Letzter lebender Verbündeter. Okay. Ich weiß genau, wo können wir sagen. Schäden, wie gut mein Team ist, aber wenn wir wieder sind. Okay. Ich hab's geschafft. Ich meine, ich habe das Spiel gerade erst runtergeladen und bin schon besser als die. Amnesia wieder mega nice. Nee, also Cringe. Horror Game, da bin ich komplett raus. Da bin ich einfach raus. Die Hand verklaut, die ich beim Anstecken gespielt hab. For real? Ja, also for jetzt real. Ernsthaft? Ja, for real. Oh shit. Okay. Auf den Weg! Also Horror Games, ich und Horror Games geht gar nicht. Also ich hab mir. Ich bin ehrlich, ich finde Horror Games mega nice. Aber ich kann die selber nicht spielen. Das geht einfach nicht. Ich kann die einfach nicht selber spielen. Ich guck die halt, ich guck sehr gerne Kronk. Kronk ist ein cooler Dude auf jeden Fall. Letzter lebender Verbündeter. Ich guck solche Games halt gerne bei Kronk, weil er halt. Hier dachte ich, ich wäre immer noch halt bei der Verteidigerseite. So, ne? Und hab vergessen, dass du ja einfach den Spike diffusen kannst. Keine Ladungen übrig. Ja. Yikes. Jetzt mal Real Talk. Du hast eben gefragt oder habe ich mich verhört? Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Aber nochmal geschüttet. Also ich habe hier mein Gehirn, musst du dir vorstellen, 10 Minuten und dann kannst du mich vergessen. Das ist. Wer ist der Nächste? Ich scanne voraus. Gegner bei C gesichtet. Marie und Sabine, hä? Lolli Lulu, hä, was geht? Bist wieder da, bist wieder am Start, ja? Leider muss ich ihnen mitteilen, dass sie sie nicht als Mod einstellen können. Patrick macht jetzt die Absagen für mich, alles klar. Hä, was? Worum geht's gerade im Chat? Ich kann gar nicht mit. Einer tot. Bitte helfen Sie mir. Letzter lebender Verbündeter. Ich weiß Spike genau, wo C. ihr seid. Alles Rolls, okay, nice. Wurde immer 0,1 Sekunden gekillt, hat Spaß gemacht. Ja, imagine, du spielst dann auch noch jemanden, der halt einfach so richtig krass wenig HP hat. Und dann bist du einfach. Ja. Ich meine, selbst wenn ich, glaube ich, Nautilus oder Leona spielen würde, wäre ich trotzdem so. Hä, hey, Marie, Sabine, wer ist das? Einfach schade. Wer ist das? Ein Gegner Option erteilt. Ah ja, okay. Sorry. Okay. Okay. Hier, das meine ich. Gegner bei A gesichtet. Spike-Träger wurde eliminiert. Spike Oma so, in A. Hä? So mal Ulte? Verstehe ich nicht. Ja, egal. Und das ist deine Oma.
wird immer gefrontet hier. Mein Gott. Ich kill im Judum dann. Noch 30 Sekunden. Ein Gegner übrig. Ja, das war ein bisschen embarrassing, aber ich habe vergessen, dass die AFK sind. Das ist eigentlich nur so ein Meme. So hieß jemand im Meme. Das heißt eigentlich. Okay. Meist sind AFK gegangen, die hatten keine Lust mehr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, dass ich scheiße bin in Valorant und dass ich lieber weiterhin League of Legends spielen sollte. Und ja.